Mit einer Festwoche wurde jetzt dem Abschluss der Restaurierung der Lütgemöller-Orgel im Güstrower Dom sowie ihrem 150. Geburtstag gedacht. Beginn war am vergangenen Sonntag mit einem Festgottesdienst. Nun danket alle Gott, dieses Lied erklang gemeinsam mit den Orgeltönen durch das Gotteshaus. Die Festgemeinde freute sich über die seit über einem Jahr vermissten Klänge. Denn so lange hatten die Gottesdienste mit den etwas kleineren Instrumenten begleitet werden müssen. Die Truhenorgel ist eine von ihnen. Sie wurde 1996 von Michael Braun gebaut. Außerdem wurde auf die Wegscheiderorgel in der Winterkirche zurückgegriffen. Auch am Sonntag begleitete Martin Ohse auf diesem Instrument. Dann aber kam der große Moment. Die Lütgemüller-Orgel wurde mit einer Textlesung und Gebet wieder geweiht und erklang anschließend in voller Pracht. Die Orgel verfügt über drei Manuale in 37 Registern. Pastor Christian Höser verglich diesen Klang der verschiedenen großen Pfeifen mit dem Zusammenleben der Gemeinde. Ich denke, da ist die Orgel wirklich ein wunderbares Bild. Also von angefangen von der Windlade, also diesem ganz großen Unterbau, wo die Luft durchgeht. Wenn die Pfeifen da nicht dran verbunden sind, kommt keine Luft rein, kommt kein Klang raus, so ist das bei der Gemeinde auch mit Christus. Wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, können wir nicht ausstrahlen als Christen in unsere Zeit. Dann die Vielfalt der Pfeifen, die unterschiedlichen Klangtöne. Und nicht jeder muss immer, sondern je nach Begabung und nach dem, was dran ist. Da ist so viel in solch einem Bild, was uns die Orgel da auch bietet für unser Leben als Gemeinde. Das ist ganz schön. Da kann man viel daraus lernen oder nehmen, sich anregen lassen durch solch ein Instrument. Eine Besonderheit ist die zweigeteilte Anlage der Orgel, sodass der Lichteinfall durch das Westfenster der Kirche gewährleistet bleiben sollte. Darauf hatte der Landbaurat Theodor Krüger, der die Renovierung des Domes von 1866 bis 1868 leitete, bestanden. In den vergangenen Wochen hatten Mitarbeiter der Firma Wegscheider, die bereits im Jahr 1986 mit der Säuberung der Orgel betraut worden war, die Orgelpfeifen wieder an ihren Platz gebracht und für die richtigen Töne einer jeden Pfeife gesorgt. Für Kantor Martin Ohse war es wichtig, dass es aus diesem Anlass eine ganze Festwoche gibt. Die Königin der Instrumente war also in dieser Woche solo, aber auch mit einem Orchester sowie mit Chor zu hören. Am Dienstag bereits erklang Orgelmusik zusammen mit Trompete und Cello. Neben der Festwoche gibt es auch eine Festschrift käuflich zu erwerben. Martin Ohse war es wichtig, die Geschichte des Instrumentes und einiges mehr darin noch einmal genau zu erfassen. Wir haben versucht, die Geschichte dieser Orgel ein wenig festzuhalten, auch die ja sehr wechselvolle Geschichte dieser Orgel und auch über den Orgelbauer Lütgemüller noch ein bisschen was zusammenzustellen und zu berichten, was wir bei dieser Restaurierung nun wirklich auch getan haben an der Orgel. Und das alles ist in dieser Festschrift zusammengestellt. Ich kann sie ja hier einmal zeigen. Es gibt also verschiedene Kapitel über diese Orgel mit vielen Bildern auch von der Restaurierung. Ich denke, das ist ganz interessant. Man kann sie im Dom auch erwerben am Büchertisch. Auch am Tag des offenen Denkmals wird der Dom mit seinem fast fertigen Westeingang zu besichtigen sein. Die gerade wieder restaurierte Orgel wird bei den Führungen natürlich auch eine Rolle spielen. Es ist in jedem Fall ein besonderer Klang, der mal lauter und auch ganz leise wieder in dem großen Kirchengebäude erklingt und Menschenherzen erfreut.